Für die FDP-Fraktion spricht jetzt die Kollegin Birgit Homburger. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir beraten in dieser Woche den Bundeshaushalt 2010, und dieser Bundeshaushalt ist ein Dokument der Handlungsfähigkeit und auch der Entschlossenheit dieser Koalition. Und weil wir hier vorher gehört haben, was wir alles falsch machen von Herrn Steinmeier und gerade eben auch noch mal von Herrn Giese, möchte ich einfach nur mal Ihnen von der SPD auch deutlich machen, was die Unterschiede sind zwischen Ihrer Politik und unserer Politik. Sie haben einen Rettungsschirm für Banken auf den Weg gebracht, Sie haben Steuergelder für General Motors gegeben und Sie haben eine Abwrackprämie für alte Autos gemacht. Wir machen jetzt einen Arbeitnehmerschutzschirm, wir entlasten die Bürgerinnen und Bürger und wir machen mehr Investitionen in Bildung und Forschung. Das ist der Unterschied, den diese Koalition macht. Und auch wenn dieser Haushalt noch ein Stück weit geprägt ist von einer Übergangsstruktur, dann ist es doch so, dass man ihm klar schon ansieht, dass er eine andere Schwerpunktsetzung hat, dass für uns die Menschen im Mittelpunkt stehen, Herr Bonde. Und das zeigt sich zunächst einmal an dem, was wir im Januar auf den Weg gebracht haben. Das Familienförderungsgesetz, die Entlastung der Bürgerinnen und Bürger, der Familien in diesem Lande. Endlich haben die Familien wieder mehr Geld in der Tasche. Und Herr Bonde, wir haben Impulse für Wachstum und Beschäftigung gesetzt, indem wir Fehler bei der Gewerbesteuer und bei der Erbschaftssteuer verändert haben. Und ich sage Ihnen eins. Das, was das Sozialste ist, was Sie überhaupt tun können, ist, wenn Sie dafür sorgen, dass Menschen eine Chance auf Arbeit haben. Und wenn Sie das wollen, dann müssen wir auch dafür sorgen, dass das, was wir im steuerlichen Bereich Entlastung gemacht haben, nicht wieder aufgefressen wird durch höhere Beiträge bei der Sozialversicherung. Und deshalb haben wir den Zuschuss bei der Krankenversicherung erhöht und wir haben einen Zuschuss bei der Arbeitslosenversicherung gegeben. Das alles bedeutet nichts anderes, als dass wir die Lohnzusatzkosten stabil halten. Das, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist ein Schutzschirm für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, ein Mehr an Chancen auf Arbeitsplätze in diesem Land, das wir hier im Deutschen Bundestag verabschiedet haben. Und wir haben einen neuen Schwerpunkt gesetzt bei Bildung und Forschung. Das ist schon in diesem Haushalt 2010 sichtbar. 750 Millionen Euro zusätzlich für Bildung und Forschung. In Summe haben wir uns vorgenommen, 12 Milliarden Euro in diesen Bereich zu investieren. Wir wollen investieren in die Chancen der jungen Generation, in Köpfe. Wir werden in diesem Jahr noch den Start haben des Stipendienprogramms. Und ich sage ganz deutlich, wir werden auch mehr tun in der Forschung. Das ist dringend notwendig. Das ist auch notwendig im Hinblick auf die Energiepolitik. Es ist heute zu Recht hier schon angesprochen worden. Wir wollen das Zeitalter der regenerativen Energien erreichen. Und deshalb werden wir alles dafür tun, dass das, was an Forschung notwendig ist, beispielsweise in Speichertechnologien, zusätzlich getan wird, um das auch zukünftig zu erreichen. Herr Steinmeier, Sie haben uns vorhin hier vorgeworfen, wir hätten nicht genügend in diesem Haushalt gekürzt. Wir haben 310 Kürzungsvorschläge vorgelegt, hier im Parlament, die Haushaltspolitiker. Wir haben 500 Millionen Euro zusätzlich bei der Verwaltung eingespart. Und ich möchte Sie an dieser Stelle einfach nur bitten, sich diesen Haushalt nochmals genau anzuschauen, weil ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass Sie hier einen falschen Vorwurf in den Raum stellen wollten, was Sie vorher getan haben, als Sie behauptet haben, wir würden über 900 zusätzliche Stellen schaffen. In Summe, meine sehr verehrten Damen und Herren, und das ist das,
was die Öffentlichkeit auch erfahren muss. In Summe werden wir am Ende des Jahres 2010, weil wir an anderen Stellen Stellen streichen, 581 Stellen weniger haben. Das heißt also, wir sparen hier und wir haben zusätzlich eine einprozentige Kürzung in diesem Haushalt auf die Zukunft beschlossen. Und das, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist die Wahrheit und nicht das, was von Ihnen, Herr Steinmeier, erzählt worden ist. Und es wurde die Nettokreditaufnahme angesprochen. Ja, die ist verdammt hoch und wir würden uns auch wünschen, es wäre anders. Die Bundeskanzlerin hat das Nötige an dieser Stelle schon gesagt. Aber ich möchte dann doch auch deutlich machen, dass wir im Rahmen der Haushaltsberatungen im Vergleich zum ersten Entwurf noch mal 6 Milliarden Euro zusätzlich eingespart haben. Und ich sage an dieser Stelle ganz deutlich, die FDP hat in ihrer Zeit als Opposition hier im Deutschen Bundestag regelmäßig ein Sparbuch vorgelegt. Sie, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen von der Opposition, haben hier nur Wunschlisten vorgelegt, in Summe 56 Milliarden Euro Mehrausgaben, die Sie beantragt haben. Das ist keine verantwortliche Politik, die Sie hier vorschlagen. Lieber Herr Bonde, Sie fordern die Wahrheit ein. Die Wahrheit ist, dass die Grünen hier 14 Milliarden Euro zusätzliche Ausgaben beantragt haben. Würden wir Ihren Vorschlägen folgen, dann hätten wir am Ende 100 Milliarden Euro Neuverschuldung. Das ist das, was Sie vorschlagen. Die Linken hat 41 Milliarden Euro zusätzliche Ausgaben beantragt. Ich wiederhole, 41 Milliarden. Da nimmt sich das, was die SPD beantragt hat, mit ihren 840 Millionen gerade mal bescheiden aus. Aber das war natürlich vor den Hartz-IV-Beschlüssen, die Sie getroffen haben. Verantwortliche Haushaltspolitik machen in diesem Hause genau zwei Fraktionen, die FDP und die CDU-CSU-Fraktion. Und dann, Herr Steinmeier, haben Sie hier Krokodilstränen geweint über den Zustand der Finanzen der Kommunen. An dieser Stelle möchte ich Ihnen wirklich sagen, das ist etwas, was uns alle beschäftigt. Ich unterstelle das jeden in diesem Haus. Allerdings wissen wir alle auch, dass das Problem der kommunalen Finanzen vor allen Dingen darin liegt, dass sie extrem konjunkturabhängig sind. Wir haben seit Jahren immer wieder deutlich gemacht, dass wir hier eine Veränderung brauchen, dass wir eine Stabilisierung der Finanzierung der Kommunen brauchen. Sie haben 11 Jahre regiert, Herr Posch, schreien Sie hier nicht einfach nur rein. 11 Jahre haben Sie regiert. Sie haben sich 0,0 um die Kommunen gekümmert. Wir haben jetzt eine Regierungskommission eingesetzt und werden uns dieser Aufgabe stellen. Und die Sozialstaatsdebatte, die wir auch hier in diesem Hause führen, meine sehr verehrten Damen und Herren, geht aus von einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Frau Kollegin Hamburger, lassen Sie Zwischenfragen zu. Ich bin schon ein Stück weiter. Ich würde gerne jetzt an dieser Stelle den Gedanken weitermachen. Wir haben eine Sozialstaatsdebatte angestoßen, ausgehend von einem Bundesverfassungsgerichtsurteil. Und das will ich Ihnen, Herrn Gysi, jetzt auch mal direkt sagen, weil Sie hier Unwahrheiten verbreiten. Das Bundesverfassungsgericht hat ein Urteil gesprochen und es hat mitnichten die Erhöhung der Regelsätze bei Hartz IV gefordert. Im Gegenteil, es hat deutlich gesagt, dass das nicht evident unzureichend sei, was dort geleistet wird von der Gemeinschaft. Allerdings ging sofort, und die Begründung in Karlsruhe war noch nicht zu Ende, die Diskussion los, dass die SPD, dass Sie, dass auch die Grünen gefordert haben, höhere Regelsätze bei Hartz IV. Und da, meine sehr verehrten Damen und Herren, wird im Gegenzug uns vorgeworfen von Herrn Gysi gerade eben wieder hier von diesem Pult, wir wollten eine Senkung der Regelsätze. Ich halte hier in diesem Hohen Hause auch für die Öffentlichkeit fest, keiner aus der FDP-Bundestagsfraktion will eine Absenkung der Regelsätze von Hartz IV. Wir wollen eine neue Balance des Sozialstaats und dafür werden wir uns einsetzen. Der Herr Lindner hat das schon.
Und wenn die Bemerkung, wer arbeitet, muss mehr haben als der, der nicht arbeitet, eine solche Selbstverständlichkeit ist, wie sie hier immer wieder vorgetragen wurde, dann frage ich mich schon, meine sehr verehrten Damen und Herren, warum offensichtlich so viele Menschen in diesem Land denken, dass es richtig ist, dass wir genau über diese Frage sprechen und diskutieren und Veränderungen herbeiführen. Weil die Menschen ein gutes Gespür haben dafür, dass irgendetwas an dieser Stelle offensichtlich nicht stimmt. Und ich sage Ihnen auch, wenn es eine solche Selbstverständlichkeit ist, warum gibt es dann diese massiven Angriffe, Herr Steinmeier? Sie sind beispielsweise zitiert worden in der dpa damit, dass Sie gesagt haben, Herr Westerwelle verfalle in aggressiven Rechtspopulismus, Zitat Ende. Ich kann Ihnen nur sagen, lieber Herr Steinmeier, wenn das stimmt, mit was Sie da zitiert worden sind, es war ein Zitat am 11.3. bei dpa, wenn die SPD Leistungsgerechtigkeit zwischenzeitlich als Rechtspopulismus betrachtet, dann sind Sie verdammt weit von den Menschen weg und Sie sind vor allen Dingen auf dem Weg weit nach links. Und ich will auch eine Bemerkung machen zu dem Vorwurf der Verfassungsfeindlichkeit, der von mehreren gegen die FDP erhoben worden ist. Vor allen Dingen im Zusammenhang mit Hartz IV und mit den Aussagen von Herrn Westerwelle. Hier hat Herr Gabriel sich geäußert. Herr Steinmeier, vielleicht können Sie mal erklären, wo Herr Gabriel ist. Auf allen Kanälen pöbelt er durch die Gegend. Die Präsenz hier im Parlament ist Fehlanzeige. Ich frage mich, hängt das mit dem Verhältnis zwischen Ihnen beiden zusammen oder ist das schlicht Missachtung des Parlaments, was Herr Gabriel da betreibt? Herr Gabriel hat erklärt, ich zitiere, am 9.3. im WDR, bloß dass Sie nicht gleich nachfragen müssen, Herr Steinmeier, Westerwelle handelt oft verfassungswidrig, ja, verfassungsfeindlich, Zitat Ende. Und er hat weiterhin gesagt, in der Leipziger Volkszeitung nachzulesen, in einem Wortlaut-Interview über die FDP, die sind jung, gnadenlos und sie sind verfassungsfeindlich, Zitat Ende. Sehr geehrter Herr Steinmeier, Sie haben vorher hier gesagt, wir sollten aufpassen, dass nicht Werte verloren gehen. Ich glaube, Sie haben allen Grund dafür zu sorgen, dass Sie in Ihrer Partei aufpassen, dass Sie sich nicht daran beteiligen, dass Werte in diesem Land verloren gehen. Wer mit einer Partei koaliert, die vom Verfassungsschutz in einigen Ländern und auch im Bund überwacht wird und da auch eine Koalition offensichtlich anbahnen will, zukünftig in Nordrhein-Westfalen, das ist ja zu beobachten im Augenblick, der sollte nicht einer Partei, die unzweifelhaft auf dem Boden des Grundgesetzes steht, einer Partei, die Bundesjustizministerin stellt, einer Partei, die gerade beim Bundesverfassungsgericht mit mehreren Klagen gewonnen hat und Recht bekommen hat, hier unterstellen wir, seien verfassungsverfeindlich. Ich fordere Sie auf, zur sachlichen Auseinandersetzung zurückzukehren. Und eine letzte Bemerkung in diesem Zusammenhang. Ich bin schon entsetzt gewesen, was in diesem Land zwischenzeitlich ohne öffentlichen Aufschrei hingenommen wird. Auf einer Veranstaltung ist eine Laudatio gehalten worden auf eine Journalistin. Und in dieser Laudatio wurde der Satz gesagt, ich zitiere, man trifft sie gerade jetzt vermehrt, die Nazis in Nadelstreifen, die Sarazins, die Westerwelles. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, dass ein solches Zitat in einer öffentlichen Veranstaltung ungerügt bleibt, dass sie in einer Zeitung auch noch abgedruckt wird, dass, meine sehr verehrten Damen und Herren, geht gegen jegliches Gefühl der Demokratie. Ich erwarte, dass man wegkommt von persönlicher Diffamierung, dass wir die politische Kultur in diesem Lande gemeinsam dann auch
vertreten, dass es einen Aufschrei der Demokraten gibt und dass in einem solchen Fall gemeinsam auch die Verfassung verteidigt wird. Das erwarte ich von allen hier in diesem Hause. Das erwarte ich, dass Sie auch dagegen aufstehen. Und ich mache noch mal einige wenige Bemerkungen zum Thema Hartz IV. Wir haben das hier auch schon angesprochen. Frau Kollegin, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Beck? Ich würde gerne weitermachen. Ja, werde ich gerne tun. Ich werde. Ich wollte noch mal einige Bemerkungen zu dieser Hartz-IV-Debatte machen, die wir inhaltlich hier in diesem Hause auch geführt haben schon und weiterführen müssen. Ich sage zunächst einmal, wir haben zwischenzeitlich umgesetzt, was wir angekündigt haben, dass nämlich derjenige, der in Hartz-IV ist und mehr tut, als der, der nichts tut, dann eben auch mehr behält. Wir haben das Schonvermögen verdreifacht von 250 auf 750 Millionen. Nicht Millionen, 250 auf 750 Euro pro Lebensjahr. Wir wollen, und das haben wir auch deutlich gemacht, die Hinzuverdienstmöglichkeiten verbessern. Und wir wollen auch, dass für diejenigen im unteren Einkommensbereich die Sozialversicherungsbeiträge langsam ansteigen. Nur langsam ansteigen. Und das bedeutet, dass wir hier auch für diejenigen im unteren Einkommensbereich etwas tun wollen. Und da hat jetzt der Herr Scholz am Montag dieser Woche ein Konzept für die SPD vorgelegt. Und da frage ich mich, warum haben Sie das eigentlich nicht im letzten Jahr gemacht, als Sie als Bundesarbeitsminister Verantwortung für diesen Bereich getragen haben? Da kann man ja mal auf die Idee kommen, vielleicht das, was man ändern muss, dann vielleicht auch in der Zeit, in der man die Verantwortung hat, auf den Weg zu bringen. Das haben Sie nicht getan. Und das, was Sie jetzt vorschlagen, ist eine Generalrevision rot-grüner Arbeitsmarktpolitik. Es ist eine rückwärts in die Zukunft, dass Sie da gehen wollen. Und Sie haben unter anderem vorgeschlagen, einen zweiten Arbeitsmarkt staatlich finanziert von 200.000 Arbeitsplätzen. Das, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, wird nur eins bedeuten. Sie werden zusätzliche Kosten von über 3 Milliarden Euro haben, die Sie irgendwo im Haushalt unterbringen müssen. Das, meine sehr verehrten Damen und Herren, bringt aber auch noch ein zweites. Sie geben die Menschen offensichtlich auf. Und diese Politik machen wir nicht mit. Wir wollen eine Politik, die Menschen Chancen auf den ersten Arbeitsmarkt und auf sozialversicherungspflichtige Beschäftigung schafft. Und wenn Sie das Arbeitslosengeld von 12 auf 24 Monate erhöhen wollen, dann lassen Sie die Frage unbeantwortet, wie Sie die damit einhergehende Erhöhung der Zusatzkosten in der Arbeitslosenversicherung finanzieren wollen. Damit machen Sie nichts anderes als Arbeit wieder teurer. Liebe Kolleginnen und Kollegen, eine Politik für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Eine solche Politik, meine sehr verehrten Damen und Herren, sieht anders aus als das, was Sie hier vorgelegt haben zu Hartz IV. Das ist kein sozialpolitisches Konzept, das ist eine koalitionspolitische Offenbarung, was Sie hier vorgelegt haben. Für uns steht bei der Neuregelung von Hartz IV die Kinder im Mittelpunkt. Und das ist das Zentrale. Wir haben immer gesagt, Frau Kollegin, als FDP schon in den letzten Jahren, dass Kinder nicht definiert werden können durch eine Ableitung des Regelsatzes von Erwachsenen, sondern dass Kinder eigene Persönlichkeit mit eigenen Bedürfnissen sind. Und das hat das Bundesverfassungsgericht jetzt noch mal deutlich gemacht. Es hat uns den Auftrag gegeben, das neu zu regeln. Und ich sage Ihnen, wir werden diese Neuregelung, die notwendig ist, weil Ihr Gesetz nicht gehalten hat, diese Neuregelung werden wir jetzt machen. Und es geht uns darum, mehr Chancengerechtigkeit am Start zu erreichen, weil Bildung der Schlüssel zum sozialen Aufstieg ist. Wir wollen Hartz-IV-Karrieren vermeiden. Und deswegen werden wir alles dafür tun, dass die Hilfe für Kinder auch bei Kindern ankommt. Deshalb werden wir eben nicht nur Geld, sondern auch an dieser Stelle Sachleistungen, Bildungsgutscheine geben. Und ich sage in diesem Zusammenhang, natürlich bleibt die Entlastung der Mitte auf der Agenda. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Das eine gehört zum anderen.
Das eine, nämlich die Frage, denen zu helfen, die Hilfe nötig haben, gehört genauso auf die Agenda, wie denen zu helfen, die das erwirtschaften, was anschließend verteilt wird. Und das tun wir, indem wir hier auch gerade für die Mittelschicht Entlastungen auf den Weg bringen wollen. Wir haben an dieser Stelle uns vorgenommen, es zu einer Vereinfachung zu bringen des Steuerrechts. Das ist ein großes Anliegen, ein zentrales Anliegen auch vieler Bürgerinnen und Bürger. Und wir wollen eine weitere Senkung gerade für untere und mittlere Einkommen erreichen. Wir werden uns das auch hart erarbeiten, die Spielräume dafür hart erarbeiten im nächsten Haushalt, weil wir Impulse geben wollen gegen Schwarzarbeit, Impulse für mehr Leistungsgerechtigkeit und auch Impulse für mehr Fairness des Staates im Umgang mit seinen Bürgerinnen und Bürgern. Und wenn Sie, Herr Steinmeier, hier die Gesundheitsreform kritisieren, dann will ich Ihnen deutlich sagen, Sie haben unser Modell überhaupt in keiner Weise verstanden. Wir wollen eine Politik mitmachen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und deswegen haben wir diesen Weg vorgeschlagen, den wir vorgeschlagen haben. Wir wollen einen einkommensunabhängigen Arbeitnehmerbeitrag mit sozialem Ausgleich. Und wir wollen in der Tat, dass die Lohnzusatzkosten nicht weiter steigen. Das, was Sie vorgeschlagen haben in der Vergangenheit, hat zu mehr Bürokratie gehört. Es hat zu Einschränkungen der Wahlfreiheit geführt. Sie haben das Arzt-Patienten-Verhältnis belastet. Das, was wir machen, sehr verehrter Herr Steinmeier, was diese Koalition jetzt tut, bedeutet mehr Solidarität und auch mehr Gerechtigkeit, weil nach unserer Auffassung Gerechtigkeit nicht an der Beitragsbemessungsgrenze aufhört, sondern alle beinhalten muss. Und deswegen wollen wir den Sozialausgleich über das Steuersystem. Und die Finanzmarktkrise beschäftigt diese Koalition natürlich in erheblicher Art und Weise, weil wir versuchen natürlich, diese Folgen der Finanzmarktkrise abzumildern einerseits, aber auf der anderen Seite auch dazu beizutragen, dass so etwas nicht mehr passieren kann. Und jetzt ist die Frage, wie kann man das aufarbeiten? Wir haben im Übrigen, das ist an der Öffentlichkeit weitgehend vorbeigegangen, jetzt den ersten Prozess auch in Düsseldorf gegen einen Manager einer Bank. Wir wollen, dass wenn jemand schuldhaft gehandelt hat, dass dann auch Schadensersatz geltend gemacht werden kann. Und deswegen überlegen wir beispielsweise, hier auch die zivilrechtliche Verjährungspflicht zu verlängern, weil wir hier eine längere Phase brauchen, um tatsächlich auch diese Prüfung vornehmen zu können. Und wir wollen diejenigen zur Verantwortung ziehen, die tatsächlich auch Verantwortung getragen haben. Das ist, glaube ich, der Kern der Sache. Nur, Herr Steinmeier, wenn Sie sich hier hinstellen und sagen, wir sollen Hedgefonds verbieten und Ratingagenturen an die Kette legen, das nehmen wir zur Kenntnis. Wer hat denn hier 11 Jahre den Bundesfinanzminister gestellt? Wer hat denn die Hedgefonds eingeführt? Sie waren es, Ihre Regierung war es, Herr Steinmeier. Sie haben das zugelassen. Und dann hätten Sie es in den letzten Jahren korrigieren können, wenn Sie dann tatsächlich das angegangen wären, was Sie jetzt aus der Opposition herausfordern. Und ich sage Ihnen, der Kern der Diskussion ist, dass wir Verantwortung und Haftung zusammenbringen müssen. Und das bedeutet, dass wir das Prinzip des ehrbaren Kaufmanns auch wieder umsetzen müssen. Wir haben als FDP und die CDU/CSU ebenso über viele Jahre immer wieder uns für die Familienunternehmen in diesem Land eingesetzt. Wir haben uns deshalb eingesetzt, weil wir wissen, dass dort Haftung und Verantwortung, das Tragen des Risikos in einer Hand ist und dass man hier anders mit Risiko umgeht als in den Bereichen, in denen das nicht so ist. Und deshalb sage ich Ihnen, wir wollen hier Änderungen. Managerboni müssen sich stärker an langfristigen Fragen orientieren und sie müssen vor allen Dingen so organisiert sein, dass es im Verlustfall dann eben auch Abzüge gibt und nicht nur Boni. Und wir wollen mehr Transparenz und Verständlichkeit der Produkte und wir wollen, dass Regeln auch endlich eingehalten werden. Es ist ja nicht so, dass es keine Regeln für den Finanzmarkt gegeben hätte. Es ist so, dass Sie die Aufsicht zersplittert haben. Und wir haben jetzt gemeinsam beschlossen, dass die Bankenaufsicht in einer Hand zusammengeführt wird bei der unabhängigen Bundesbank. Damit garantieren wir, dass Regeln zukünftig eingehalten werden und dass jemand draufschaut, der davon auch Ahnung hat. Das ist das Ziel dieser Koalition.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir werden auch in diesem Hause über das Thema Bürgerrechte weiter zu sprechen haben. Das Bundesverfassungsgericht hat uns gerade noch mal einen weiteren Auftrag mitgegeben zum Thema Vorratsdatenspeicherung. Es hat festgestellt, dass die Vorratsdatenspeicherung in der Art und Weise, wie sie vorgenommen wurde, verfassungswidrig und nichtig ist, dass die Datensammelwut unverhältnismäßig ist. Und es waren erneut Liberale, die den Schutz der Freiheit und der Bürgerrechte beim Bundesverfassungsgericht erstritten haben. Und es ist hier auch mal festzuhalten, dass es keinen Sicherheitsgewinn geben wird, wenn man die Daten von 80 Millionen Deutschen systematisch zu erfassen gedenkt, allerdings den Blick auf konkrete Gefahren dann verliert. Die Bedrohung der Freiheit ist nicht durch die Einschränkung der Freiheit zu bewältigen. Und deshalb werden wir gemeinsam in dieser Koalition in Deutschland und für Deutschland eine neue Balance zwischen Freiheit und Sicherheit finden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir wollen eine Politik für die Bürger machen. Wir wollen einen fairen Umgang des Staates mit den Bürgern. Wir setzen dabei auf den mündigen Bürger und wollen eben nicht eine Vormundschaftsstaat mit Rundumbetreuung. Wir wollen mehr Chancen auf Bildung und Aufstieg. Und wir wollen die Kraft der Freiheit zum Wohle für dieses Land nutzen. Wir arbeiten an einem neuen Aufbruch für Deutschland. Und egal, ob Sie mitmachen oder sich dagegen stellen, wir werden es für unser Land schaffen.